Hey Säugix, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Format auf diesem Kanal, was ich eigentlich schon länger mal einführen wollte. Und zwar, nur so zum Verständnis, was hier jetzt passieren wird. Ich wollte eine Art gesellschaftskritisches Quatschformat machen, in dem ich bei verschiedenen Videos über verschiedene gesellschaftliche Themen quatsche. Und das wollte ich irgendwie so ein bisschen Mukbang-mäßig aufziehen. Wenn ihr nicht wisst, was Mukbang ist, es bedeutet quasi, man isst irgendwie was und quatscht dann währenddessen irgendwie. Und ja, ich wollte dieses Format halt so machen, irgendwie, ich mache immer so eine Art Mukbang, ich rede über ein bestimmtes Thema und ich nenne das dann immer, ich fresse die Gesellschaft. Ich fresse irgendein Thema. Heute, ich fresse das Body Image. Body Image ist auch so eine Sache, worüber ich auf diesem Kanal, glaube ich, noch nie geredet habe. Viele Leute sagen ihre Meinung dazu, erzählen so ihre eigene Geschichte und ich hatte irgendwie Lust drauf und deshalb mache ich das jetzt auch. Erste Folge wird die Frühstücksversion hier. Ich habe Cornflakes mit Banane. Banane im Schoß, gut. Viel zu wenig Milch, scheiße. Body Image. Dazu gibt es relativ viel zu sagen. Ich habe kein Skript oder so, ich habe mir eine kleine Mindmap so gemacht und ich versuche jetzt einfach mal ein bisschen so darüber zu quatschen, wie ich das sehe, was ich damit für Erfahrung habe und ja. So wie ich das kenne, hat jeder immer mal, ich sage jetzt mal, eine gute Phase und eine schlechte Phase. Zwischen damn girl, you're so sexy, you run the fucking world und fuck, ich bin viel zu fertig, viel zu kreativ, ich habe sonst was und bla. Und gerade dieser Zustand davon, würde ich mal sagen, ist schon sehr beeinflusst durch Social Media. Darüber haben ja auch super viele Leute schon gequatscht. Im Sinne von, dass Social Media, vor allem Instagram oder sowas, Leute super traurig macht und super sad macht und super unzufrieden mit sich selbst und allem. Und ich würde dem auf jeden Fall teilweise zumindest zustimmen. Ich habe Instagram mal bei mir nicht mehr auf meinem Handy auf der Frontpage gehabt, sondern habe es jetzt irgendwie auf die zweite Seite gepackt. War deshalb schon viel weniger da und ich habe auch einfach irgendwie gemerkt, dass es mir dadurch ein bisschen besser ging so. Andere Sache, die das eigene Image von sich selber natürlich auch beeinflussen, sind dann Kommentare von Freunden und Familien. Es ist nicht selten gewesen, dass irgendwie Freunde oder Eltern oder sonst was solche Kommentare über mich oder meinen Körper oder meine Statur oder sonst was abgelassen haben, die dann natürlich teilweise schlechter oder besser waren. Meistens schlechter. Und es sind alles so die äußeren Einflüsse, sage ich jetzt mal, die da mit reinspielen. Ich fange dabei jetzt einfach mal mit meiner Story an, würde ich sagen, wie das so bei mir gelaufen ist, wie das so aussah und bla. Und erst zwischendrin. Ich würde sagen, als ich ein Kind war, hat mich das Ganze wirklich nicht so sonderlich beeinflusst. Es hat erst so in der Jugendzeit angefangen, dass ich mich so damit beschäftigt habe, wie mein Körper aussieht, wie der von anderen Leuten aussieht, warum ich vielleicht eher so aussehen sollte, wie andere aussehen oder bla. Als ich jünger war, war ich ziemlich sportlich, würde ich mal sagen. Also ich war am Leistungstouren und habe viel noch draußen gemacht und alles. Deshalb, ich war nie jemand, der irgendwie ein bisschen dick, so dicklich gewesen ist. Vielleicht als ich ganz jünger war, war ich so ein bisschen pummelig, aber sonst war ich eigentlich immer jemand, der nicht sonderlich krasse Probleme so hatte mit seinem Körper, würde ich mal sagen. Bis man dann natürlich so in die Jugendjahre gekommen ist, sage ich jetzt mal, und angefangen hat, sich ein bisschen damit zu beschäftigen, mit Social Media und gesehen hat, was andere Leute machen und bla. Und die Sache ist halt, der Großteil der Leute, denen man folgt auf Social Media und sowas, haben halt eine bestimmte Körperstatur. Sind halt dünn, haben große Brüste, haben großen Arsch und sonst was. Das ist zwar der Großteil, den man auf Social Media sieht, aber Fakt ist halt einfach, dass der Großteil der Menschen nicht so aussieht. Es kommt einem immer nur so ein bisschen vor, wenn man sich wirklich auf diese Welt konzentriert und darauf beschränkt. Eigentlich sind das die Leute, die nicht normal sind. Ich habe auf meinem Kanal schon mal über meine psychische Geschichte geredet. Was ich da ganz kurz angesprochen hatte, glaube ich, war mein, ich will nicht sagen Magersucht, weil ich war nicht magersüchtig, aber ich war auf einem sehr guten Weg dahin, sagen wir es mal so. Ich hatte Tendenzen dazu. Als ich aus der Klinik entlassen wurde, wenn ihr die Story noch nicht kennt, ich verlinke euch das Video gerne in der Beschreibung, konnte ich mich nicht mehr so selber verletzen, weil die Leute darauf geachtet haben. Und tatsächlich habe ich schon während der Klinikzeit angefangen, mit meiner Zimmermitbewohnerin sowas wie Kalorien zu zählen, versuchen nicht mehr so viel zu essen, teilweise auch sowas wie übergeben und so eine Sachen, wobei ich das nicht kann. Körperlich einfach, es geht nicht. Und ich habe schon damals damit angefangen. Es war so eine quasi so eine Art Ersatz fürs Selbstverletzen. Das war halt nicht so auffällig und ja, ich habe dann halt auch Buch geschrieben darüber, was ich gegessen habe, versucht so wenig wie möglich zu essen und alles. Und ich habe dieses Buch auch weggeworfen, ansonsten hätte ich das noch. Und also ich weiß, dass ich Tage hatte, in denen ich irgendwie nur 200 Kalorien gegessen habe oder sowas. Und es gibt natürlich auch Leute, die wirklich tagelang nichts essen. Das ist richtig krass. Ich wurde halt auch sehr beeinflusst von dieser Tumblr Pro Anna Sache, würde ich mal sagen. Ich war da auch in so einer WhatsApp-Gruppe drin. Ich war auf einem sehr guten Weg dahin, eine Magersucht zu entwickeln, wobei ich faktisch noch keine gehabt habe. So. Ich war auch niemals in Therapie wegen sowas. Es ist immer nur mal so phasenweise gewesen. Ich muss auch ehrlich sagen, dass diese Phasen immer mal wieder zurückgekommen sind, auch wenn ich ziemlich schnell wieder weg davon gekommen bin, sage ich mal, wieder normal gegessen habe und alles. Ich war auch nie
stark, stark untergewichtig in den Zeiten. Also das Lowste, was ich hatte, waren so, glaube ich, 44 Kilo. Und das auf eine 16-Jährige oder so. Ist natürlich auch nicht gut, aber mit meinem Index oder so war es halt nicht weit ins Untergewicht rein. Das war schon untergewichtig, aber darauf erstmal ein Cornflake. Gewicht ist ja eigentlich immer so dieser Hauptpunkt, wenn es um Body-Image geht. Aber ich will eigentlich auch noch auf ein paar andere Punkte raus. Aber erstmal nochmal dazu. Kurz vorm Abi, so in der Zeit, habe ich dann ziemlich viel wieder zugenommen. Wobei es mir selber eigentlich gar nicht so aufgefallen wäre, hätte ich nicht Kommentare gekriegt von Menschen, die mich zum Beispiel gefragt haben, ob ich schwanger wäre. Und Leute aus meiner Schule, mit denen ich eigentlich nicht unbedingt gut war, aber so, die dann zu mir gekommen sind und gesagt haben so, ey Soja, ich wollte nur fragen, geht's dir eigentlich gut? Du bist ziemlich massig geworden, so. Zitat. Aber wobei man dazu sagen muss, ich war halt immer noch nicht dick. Also ich kann mal hier ein Foto einblenden, wie ich damals aussah, weil da hat meine derzeitig letzte Phase angefangen, wo ich halt wieder versucht habe, weniger zu essen und bla. Was dadurch getriggert wurde gerade, weil die Leute, ich glaube, wenn irgendjemand aus meinem Jahrgang, von dem diese Kommentare kamen, ich weiß, dass ein paar davon noch meine Videos schauen, wenn ihr das seht, hey, wegen diesen Kommentaren habe ich irgendwie für locker wieder 2-3 Wochen versucht, irgendwie 500 Kalorien am Tag zu essen oder so. Ich bin halt ziemlich anfällig für so Sachen, sage ich jetzt mal, je nachdem von wem diese Kommentare kommen. Also wenn es jetzt Leute aus dem direkten Freundeskreis sind oder Familie, also ich hatte auch aus meiner Familie schon Leute genug sagen, die irgendwie gesagt haben so, ja, du sollst mal wieder mehr Sport machen oder bla oder Kind, du kriegst Zellulite oder sowas. Und ich denke mir so, Bitch, ich bin 15. So Kommentare auf Social Media lassen mich dann meistens relativ kalt, weil ich krieg so viele schlimme Kommentare, so. Ich blende das mittlerweile komplett aus, also sowas geht mir zum Beispiel überhaupt nicht so nah. Wobei ich weiß, dass es bei anderen Leuten so ist. Also auch im Internet immer aufpassen, was ihr schreibt, weil man weiß nie, wie eine Person darauf reagiert oder wie empfindlich jemand ist. Die Milch ist mittlerweile übrigens komplett aufgesogen. Was mich dann auch immer so ziemlich mitnimmt, ist dann, wenn so Kommentare aus einer Beziehung kommen. Also wenn jemand in einer Beziehung ist und die dann solche Kommentare über dich oder den Körper oder dein Essverhalten oder sonst was lassen. Ich meine, klar, kann man das natürlich auf eine Weise sagen im Sinne von, hey, ich mag das und das an dir, ich fände es super, wenn du dich ein bisschen mehr um dich kümmern würdest oder bla. Ist ja auch eine Art von Caring, sage ich jetzt mal, aber je nachdem, wie es ausgedrückt wird. Also ich nehme sowas auch immer sehr, sehr, sehr persönlich. Und ich glaube, sowas finde ich wirklich mitunter am schlimmsten quasi. So Social-Media-Kommentare, Freunde schon, aber sowas ist so beziehungsmäßig, finde ich super, super schwierig. Na, auf jeden Fall ist es jetzt so mal so zu mir, was das angeht. Was mich jetzt auch irgendwie erst seit, glaube ich, auch so 3-4 Jahren wahrscheinlich erst irgendwie so mehr mitgenommen hat, was so Body-Image angeht, ist jetzt nicht nur so diese Gewichtsdick, Nicht-Dick-Sache, sondern wie vielen wahrscheinlich schon aufgefallen ist, außer in meinem Katja Krasowitsch-Interpretiervideo, weil ich da 4 BHs übereinander angezogen habe, dass ich keine Brüste habe. Way. Kleine beziehungsweise keine. Wer von euch die Auf-Klo-Folge gesehen hat, wird auch wissen, was für eine Größe ich habe. Ich verlinke sie mal in der Beschreibung. Echt coole Folge. Und im Freundeskreis immer diejenige zu sein, die die allerkleinsten Titten hat und darüber auch immer so ein bisschen Jokes gemacht wurden. Ich meine, ich mache darüber auch selber Jokes, so ist nicht, ne? Also, ich sage immer Hashtag #ittybittytittycomedy, ey. Aber es ist was, womit ich auch schon öfter mal so ein bisschen gestruggelt habe, sage ich jetzt mal, auch wenn man solche Kommentare halt bekommt, gerade von Beziehungspartnern. Also es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, dass ich nicht schon mal gegoogelt habe, wann und wo und wie, welche Methoden es da so gibt oder so, um sich die Titten vergrößern zu lassen. Was an sich jetzt auch nicht schlimm ist, muss man sagen. Also ich meine, your body, your choice, jeder kann machen, was er will, ne? Aber allein, dass man so dahin getrimmt wird, ist halt schon ein bisschen, und es ist sowas, womit ich persönlich dann schon ein bisschen mehr gestruggelt habe, so. Aber ich war nie so die Person, die es dann verstecken wollte, also die dann sich irgendwie immer richtig krassen Push-Up angezogen hat und sonst was, sondern ich bin immer die Person, die irgendwie versucht, Jokes drüber zu machen, dass es nicht mehr so schlimm ist, so. Ich würde auch heute sagen, dass es, wie gesagt, phasenweise so ist. Ob ich mich selber mag und leiden kann oder ob ich wieder in so einer Phase bin, wo ich super scheiße finde und immer so denke, ach kacke, ich sollte das tun und das und das und das. Auch ob ich hiermit gut klarkomme oder nicht. Also ich würde nicht sagen, dass ich jetzt so sage, so, ey, voll confident. Scheiß drauf, was alle sagen und kleine Titten sind super, so ist es nicht, ne? Nur manchmal. Also gute versus schlechte Phasen kennt wahrscheinlich auch jeder in diesem Thema und ich würde sagen, bei mir merkt man das dann teilweise auch ganz gut, wenn ich solche Phasen habe, sage ich mal. Also ich kriege auf Social Media auch öfter mal so Kommentare so, so, ja, was los, du zeigst dich jetzt so freizügig und ich hatte zum Beispiel dieses eine Bild, wo ich in der Badewanne hocke oder so, was einfach so voll artsy war in meinem Kopf. Und ja, wenn ich so eine gute Phase habe oder sowas, dann passiert das auch öfter mal, dass ich dann irgendwelche Fotos so poste oder sowas, wo ich ja nicht so viel anhabe oder wo man das so ein bisschen sieht und bla. Und ich fühle mich, wenn ich mich wohlfühle oder so, dann denke ich mir auch so, fuck it, weil dann versuche ich das auch so, ich sag jetzt mal, mit anderen zu teilen oder halt diese Phase auszunutzen, dass ich mich gerade wohl in mir selber fühle, so. Dazu kommt natürlich noch dieser ganze Aspekt von nicht nur Body-Shaming, sondern auch Slut-Shaming, weil sobald ein Mädchen sich in Unterwäsche zeigt, ist sie ja die absolute Schlampe und bla und sollte sich einpacken gehen und
gerade das finde ich auch super disturbing, sage ich jetzt mal so, wenn jemand, der sich normalerweise auch nicht so krass wohlfühlt, dann so eine Phase hat, wo er sich besser fühlt, dann irgendwie so Fotos macht, wo man irgendwie, keine Ahnung, Bauch sieht oder irgendwie sowas. Und dann Leute sagen so, pack ihm ein, wie kannst du nur und bla und so, weil das gerade wieder so richtig runterdrückt, ne? So gerade hast du so eine Phase, wo es dir gut geht und dann kommen wieder Leute, die das so total question. So. Es ist so, wenn du mit dir selber zufrieden bist oder dich selber irgendwie so gut fühlst oder so, das ist in dieser Gesellschaft auch nicht wirklich akzeptiert, sage ich mal so. Das wird sofort als eingebildet eingesehen. Wobei ich sagen muss, ich sehe das auch bei anderen Leuten teilweise. Also wenn ich manche Sachen sehe, wo Leute posten oder im echten Leben, so denke ich mir auch erstmal so, Bitch, was machst du denn? Wen versuchst du denn zu bumsen? Ich merke das halt selber, dass ich sowas auch denke und versuche dann immer, mich selber so dabei zu catchen und dann zu sagen, hey, nein, so ist es nicht. So ist es dir eingetrichtert, dass du immer so denken sollst, auch so im Sinne von Girls are Competition und so, dass wenn andere Mädels gut aussehen und das irgendwie so zeigen oder so, dass du das instant als was Negatives auffasst, weil das dir halt einfach so eingetrichtert wurde. Also es ist nicht so, als wäre ich frei von diesem Denken, aber ich versuche mich selber dann immer so ein bisschen zu korrigieren. In meinen guten Phasen habe ich auch schon länger, sehr lange darüber nachgedacht, in Richtung von Arbeit zu gehen, wo ich eigentlich seit ich 17 bin mal machen wollte, dass Sexworker und sowas alle so geschämt werden, ist ja auch so eine Sache, aber hey, hier, kleine Confession. Seit ich 17 bin, denke ich drüber nach, irgendwie mit Camgirling anzufangen, weil ich sowas eigentlich echt cool finde und ich glaube, dass mir sowas auch helfen würde, irgendwie ein bisschen besser mit mir selber klarzukommen, so an sich selber zu gewöhnen und bla. Und also ich glaube, das ist einfach eine Sparte, die mir irgendwie Spaß machen würde. Ich meine, ich kann quatschen, ich kann Livestreamen und so und wenn dann dieser, ich sag jetzt mal, Sexual Part dazu kommt oder sowas. Ich meine, damit, ich meine, jetzt nicht um so personal zu werden, aber ich sag auch personal. Also eigentlich würde ich sagen, ich fühle mich mittlerweile so halbwegs wohl mit mir selber. Mal einen Tag mehr, mal weniger. Aber an den Tagen, wo es gut ist, denke ich mir auch mal wieder, okay, eigentlich fände ich das cool, aber dann dieses ganze Slut-Sharing, was dazu kommen würde und dann wahrscheinlich auch dieses so, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Oh, wenn ihr was zum Thema Sexwork haben wollen würdet, dann schreibt es gerne in die Kommentare, weil da kann ich super viel drüber erzählen, weil ich mich super viel damit auseinandersetze. Noch eine kleine Sparte, wo ich kurz anreißen wollte, ist, natürlich kommt sowas wie Pickel dazu und bei mir Narben oder auch Tattoos teilweise. Das mit so Pickel und Akne und sowas hatte ich auch, oh Gott, in den Jahren zwischen 13 und 15 oder 16 so der Struggle des Todes, ne? Aber irgendwann, wenn man halt anfängt, Pille zu nehmen oder so eine Scheiße, wird es halt besser. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Video. Kinder, nehmt nicht die Pille, es ist für den Arsch. Dadurch wurde es dann halt ein bisschen besser und dann habe ich nicht mehr so sehr damit gestruggelt. Ich bin auch mal gespannt. Ich werde die nämlich die nächsten Monate irgendwann dann absetzen, wie das dann wird. Narben ist für mich gerade auch so ein Problem. Ich werde hier jetzt nicht krass groß viel einzeigen und so. Ich habe das in meinen Videos bis jetzt auch nicht gemacht. Nicht, weil ich mich dafür schäme oder so, sondern weil ich halt einfach niemanden damit triggern will und dieses... Guck mich an, ich habe Narben, mir geht es schlecht, meine Probleme sind echt und deine nicht so. Ich hasse diese Kultur, deshalb werde ich jetzt nicht irgendwie versuchen, meinen Namen einzublenden oder sowas scheiße. Man sieht ja immer mal so ein bisschen was hier so, aber gerade das ist auch so ein Punkt, über den nicht viele in diesem Zusammenhang reden, glaube ich. Aber für mich selber war das auch ein bisschen schwierig am Anfang, als ich wieder in die Schule gekommen bin und als das Ganze auch noch nicht ganz verheilt war. Und ich habe wirklich auch nur lange Ärmel getragen. Und das ging auch ein paar Monate so, bis ich mir dann irgendwie so gedacht habe, so bei mir im Umkreis, in der Klasse, das wussten sowieso alle. Ich wusste es und das Einzige, also es hätte auch niemand so in dem Umfeld, in dem ich war oder so, groß was dazu gesagt oder mich groß deshalb irgendwie versucht zu ärgern oder sonst wie. Und deshalb habe ich mir auch irgendwann einfach gedacht, so, okay, fuck it, das ist Sommer, ich ziehe mir jetzt kurz Ärmel an, ist mir scheißegal, was die Leute denken oder gucken oder so. Und ich muss sagen, dass es eigentlich immer noch so meine Devise ist. Ich mache das auch so, ich meine, ihr seht, ich sitze jetzt hier auch so rum und so gehe ich jetzt auch später raus. Aber manchmal... So, wenn ich im Zug bin oder sowas und Leute einen so angucken und ich dann immer so denke, okay, warte, was ist los? Habe ich irgendwas im Gesicht? Und dann erinnere ich mich dran, ach scheiße, du bist ja übersät mit Narben. Und dass Leute dann immer so gucken, ich meine, ich nehme es ihnen nicht übel, wobei man heute leider sowas doch häufiger sieht, aber meine Mutter allerdings hat zum Beispiel bei so Family Gatherings oder so immer gesagt, ich soll mir was Langarmiges anziehen, weil ihr das dann so voll peinlich war, sage ich jetzt mal. Und es ist einfach... Es ist so ein Part, der auch zu einem gehört, wenn man das selber verstecken möchte, dann ist das so eine eigene Entscheidung, aber man sollte nicht das Gefühl haben, dass man das vor der Welt verstecken müsste, weil wenn man sowas hat, sage ich jetzt mal, dann versteckt man sowieso genug vor der Welt, also wieso dann auch noch die Arme und Beine. Ob Tattoos jetzt so direkt zum Bodyshaming gehören, ist schwierig zu sagen, weil man hat ja nicht so, also es ist ja eine bewusste Entscheidung so. Aber Tattoo-Shaming ist auch so eine Sache. Ich meine, ich bin niemand, der voll getackert ist, wie man sieht, am Oberkörper habe ich... Das war mir nicht. Ich habe auch schon erlebt, dass Leute einen dafür so ziemlich versuchen runterzumachen und zu schämen und so. Die Sache ist halt einfach bei Tattoos, du kannst es auch nicht rückgängig machen. Also eigentlich. Und ich verstehe dann auch nicht, wenn Leute sagen, dass sie das total schrecklich finden und wie schlimm das ist und dass man sein Leben zerstört hat. Und ich denke mir so, dass du das sagst, ändert aber nichts daran. Ich meine, klar, du kannst deine Meinung sagen, aber warum musst du das auf so eine beleidigende Ebene ziehen? Weil
es ändert halt einfach nichts daran. Komplett abgesehen davon, dass es auf mir drauf ist und nicht auf dir. Also, das Video ist auch schon lang. Ich würde jetzt einfach mal fazitmäßig sagen, fuck Social Media. Wenn es euch nicht gut tut, immer wieder irgendwelche Models oder sonst was auf Instagram zu sehen, dann entfolgt den einfach. Versucht Instagram irgendwie mal ein bisschen weiter weg zu packen. So habe ich es gemacht. Versucht einfach diese ganze Self-Love-Sache so ein bisschen zu verinnerlichen. Ich finde es super schwierig. Ich krieg's auch an manchen Tagen hin, an manchen nicht. Wenn ihr stark über- oder untergewichtig seid, möchte ich aber noch dazu sagen, natürlich kann man seinen Körper lieben, aber man sollte seinen Körper so sehr lieben, ihn gesund halten zu wollen. Ich möchte deshalb, weil das auch sehr an der Kritik steht bei dieser ganzen Love Yourself-Sache, ja, wenn man super dick ist, kann man sich selber lieben. Ja, wenn man super dünn ist, kann man sich selber lieben. Aber wie gesagt, das ist kein Aufruf dazu, ungesund zu bleiben. Also, get healthy, but like, love yourself. Das ist erstmal alles, was ich dazu sagen wollen würde. Meine Schüssel ist auch leer und ja, wenn ihr mehr von diesem Format sehen wollt, schreibt mir gerne Vorschläge in die Kommentare. Schreibt mir gerne auch so ein bisschen eure Gedanken zu dem Thema. Dann würde ich mal sagen, habt noch eine gerne Woche und wir sehen uns wahrscheinlich schon nächste Woche. Bye bye.